Hallo, ich grüße alle meine Zuschauer in meiner ersten Welt dieses Mal. Ja, ich habe das Tagebuch jetzt für einen Teil als Wochenende bezeichnet, weil das ja jetzt nicht direkt zu unserem Tagebuch gehört, sondern das ist mal was ganz anderes. So, ich begrüße auch erstmal noch ganz herzlich den Entrix3, der mir in YouTube einen Kommentar geschrieben hat, in dem er doch gerne diese Welt mal sehen wollte. Und deswegen jetzt auch dieses Video. So, ich fange da mal an. Ich bin gerade in einer von mir, naja, sage ich mal, angefangenen Villa. Das ist mein jüngstes Produkt, deswegen dachte ich, fange ich damit auch gleich mal an. Hier werden Balkons gebaut. Also wie gesagt, ist halt alles noch nicht fertig. Mir ist zurzeit erstmal das Lehm ausgegangen. Aber wie ihr seht, das wird ein großes Projekt. Oben kommt noch ein zweites, vielleicht sogar noch ein drittes Obergeschoss hin. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und dann als Dach wird dann hier diese Steintreppen verwendet, damit man dann wie so ein Dach hat. Finde ich ziemlich praktisch. Hier hinten seht ihr Schienen. Das hier ist ein Bahnhof. Fährt man mit der Mine, mit der Minenbahn von da hinten, wo dieser Turm steht, bis hier rein. Man hält sogar genau drinnen an. Und ja, jetzt gehe ich mal weiter. Zeige ich euch mal den Rest, was ich noch so stehen habe. Es ist ziemlich viel, also wenn ich hier so lange Fußmärsche mache, dann werde ich das auch alles mal vorspulen. So, hier seht ihr erstmal, das in Stein gebaut. Mein Hauptgebäude zurzeit, wo ich mich eigentlich am liebsten aufhalte. Was mir momentan noch am besten gefällt. Mit Obergeschoss und blickt nach unten. So, dann gehen wir hier runter. Da haben wir die Dachterrasse. Sieht auch ganz niedlich aus. Das da hinten ist übrigens eine Liebeserklärung an meine Freundin. BZW, naja. Ex-Schrägstrich noch nicht Freundin, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sag am besten nicht viel, weil ich da nicht wirklich groß drüber reden will. Egal. Gehen wir noch eins tiefer. So. Hier seht ihr schon, hier habe ich mit Wolle mir einen orangenen Boden gebaut und überall hängen Bilder. Finde ich, sieht einfach viel schicker aus. Ja, das Knistern ist meine Firewall da unten. Das ist, weil die Spinnen können ja in der neuesten Version klettern. Und da habe ich gesagt, Gott, da musst du was dagegen unternehmen. Hier, das finde ich richtig geil. Das passt genau an die Wand hier dran, an diese 6, 12 Felder. Finde ich richtig genial. Und ich bin sogar schon erschrocken, wo ich hier zur Tür reinkam. Oh, Skelett. Aber war bloß das Bild. Also, das ist richtig toll. Die Lampe hier übrigens zeigt mir an, wenn hier in meiner Falle, die ich gebaut habe, was gelandet ist. Die Mobs werden dann hier reingesogen, bis zu der Lava dort hinten, dort verbrennen sie. Die Items fließen dann weiter bis dort hinten zu diesem grauen Steinkasten und unter dem Steinkasten ist quasi eine Druckplatte aus Holz, die dann hier dieses Lämpchen leuchten lässt. Ha, mit Tutorials ist alles, kann man alles erfahren. So. Wege habe ich hier auch überall gebaut. Das Grüne hier ist übrigens auch Wolle und soll eine Hecke darstellen, weil ich hier dahinter, ich gehe mal außenrum erstmal, ein Gewächshaus mir gebaut habe, um Getreide anzupflanzen. Und ja, dazu halt hier drin diese Hecke. Das einfach so, um es halt ein bisschen interessanter aussehen zu lassen. So, das ist hier mein Gewächshaus. Hier drinnen räume ich meine Sense und die Samen auf, die ich hier drinnen immer mal wieder übrig habe. Und hier habe ich ein paar Rosen gepflanzt, einfach zu Dekorationszwecken. So, gehen wir mal hier lang. Das ist von mir selbst benannt in Kornspeicher. Wenn wir mal hier reingehen, hier seht ihr lauter Lagertruhen. Wobei nur diese voll ist. Mit Fleisch. Und diese hier
mit Getreide. Mehr habe ich noch nie. Ja, seht ihr, hier kann ich schon wieder was reintun. Hab ich ganz vergessen. So, halt aus Sandstein gebaut. Finde ich ziemlich praktisch. Sie passt halt sehr, sehr gut zu der Wüste. Und da oben drinne ist einfach nur ein Hohlraum. Da ist nichts drinne. Das ist einfach nur Dekoration, dass das so ein bisschen... Nicht einfach bloß irgendein Gebäude in der Landschaft rumsteht, sondern dass das ein bisschen nach was aussieht. So, hier habe ich mit Wasser gespielt. Das ist einfach bloß so eine Spielerei von mir gewesen. Das hat nichts zu bedeuten. Das habe ich als kleinen, wie so eine Art Springquell gemacht, also wie so eine Art Brunnen. Das fließt alles, soll halt alles hier reinfließen, so soll es zumindest aussehen. Und das ganze Ding geht immer hier rum, immer hier rum, dann wieder hier rum, na, hier rum und bis hier hoch. Die Wasserquelle ist genau hier unter diesem einen Steinblock. Darunter ist die Wasserquelle. Und das fließt halt alles hier in dem Quadrat hier runter. Finde ich sehr witzig. Schöne Wasserspielerei. Ach, ich liebe Wasser. Wasser ist nach Elektrizität mein liebstes Element. So, dann machen wir weiter. Wo gehen wir jetzt hin? Ja, der Kornspeicher habe ich euch gezeigt. Ah, genau. Das hier. Das ist auch was ganz Neues in meinem, auf meiner Welt. Das ist, ja, das ist halt einfach so eine Art Wohnturm, nenne ich es jetzt mal. Und zwar ist das ein Wunschgebäude von meinem 6-jährigen Neffen. Der hat sich halt, wollte halt auch mal ein Haus bauen und da habe ich aber gesagt, nee, das wird nicht. Das schaffst du noch nicht, das haben wir schon mal probiert auch. Ich habe ihn schon mal rangelassen und das ist total in die Hose gegangen. Und da hat er eben gesagt, okay, dann sage ich dir, was ich haben will. Und so haben wir das gemacht. Er hat gesagt, wie er es haben will und ich habe gebaut. Und das ist halt dabei rausgekommen. Gut, okay, die Bilder habe ich jetzt nach eigenem Ermessen gesetzt und die ganzen Truhen, weil ich habe gesagt, wenn ich das Video aufnehme, soll es dann schon nach was aussehen. So, hier unten hat er sich grün-weiße Fliesenmuster gewünscht. Das finde ich auch ganz toll, wenn man hier die Treppen runterkommt. Das fetzt. Hier hat er sich orange-weißes Fliesenmuster mit, mit Pink. Pink hat er sich auch ausgesucht. Das ist nicht meine Entscheidung gewesen. Und hier hat er übrigens rote Decke, falls das vor uns noch nicht zu sehen war. Ja, hier oben, wie gesagt, ja, pink und unten orange-weiß. Hier ist auch was ganz Interessantes, was vielleicht manche jetzt wundern wird. Hä, der kriegt doch die Truhe gar nicht auf, wenn die dort oben an der Decke klebt. Ich krieg sie auf. Und jetzt zeige ich euch schnell mal, wie ich es gemacht habe. Einfach ein Hohlraum darunter. Seht ihr das? Da ist einfach ein Hohlraum drunter. Mit doppeltem Boden ist es möglich. So, setzt man den wieder hin. Oh, da doch nicht. Genau, dahin. So. Hier ist auch wieder ein Bild. Eine Spinne. Ah, genau, hier hat er sich entlehnen Balkon gewünscht. Ich meine, muss ja auch sein. Man muss ja die Raucher irgendwo hinschicken. Genau. Wie gesagt, die Kisten habe ich dann selber nach eigenem Ermessen gebaut und die Bilder. So, und hier ist jetzt das Dachgeschoss. Wo er halt auch nochmal 2 Truhen stehen hat, eine Kiste. Was ich hier in die Lücken noch mache, hatte ich gedacht, solche, mache ich hier rein, solche Soundboxen. Einfach nur so als Dekoration, nicht, dass die unbedingt was bedeuten, aber halt so als Dekoration. So, gehen wir wieder runter. Gehen wir hier wieder raus. So. Das war's dazu. Schön auf dem Weg bleiben. So, genau. Ja, hier seht ihr gerade ein Schaf in meiner Mobfalle. Nur blöderweise... Oh, das zischt aber mächtig, du. Ich glaube, die Wolle ist nass geworden. Nee, jedenfalls ist halt Schaf... Oh, noch ein Schaf. Oder ist das gleiche? Nee, ich glaube, das war noch eins. Jedenfalls ist halt schade, dass Wolle nicht verbrennt unter der... dass Wolle halt mit verbrennt, wenn man ein Schaf anzündet. Oh, hier seht ihr, die Lämpchen leuchten. Hier habe ich mir auch nochmal solche Lämpchen gemacht, wirklich. Ich kann euch das ja mal beweisen, dass jetzt die Lämpchen dasselbe zu bedeuten haben wie drinnen die Lämpchen. Das heißt halt genauso wie hier drinnen das eine Lämpchen, wenn die leuchten. Da seht ihr, es leuchtet. Dann ist was in meine Falle gegangen.
Hier ist einfach nur mal ein Gang mit vielen Bildern. Lalalala. Hier ist einfach ein Dungeon, den ich so erkundet habe mittlerweile schon. Das muss ich euch nicht zeigen. Das ist einfach nur, wie ein Dungeon aussieht, weiß jeder. So, gehen wir hier lang. Ihr seht das schon, das ganze Stromkabel fließt, geht hier lang. Und hier, Fleisch und Federn. Naja, ist doch was. Und dann geht's aus und dann sind die Lampen. Können auch hier wieder rausgehen. Sind die Lampen hier oben auch aus. Tolle Sache, wa? So, hier sind bloß Bäume. Gut. Gehen wir mal hier lang. Oh. Schwarze Schaf nehme ich gleich mal mit. Das brauche ich, weil schwarze Tinte ist sehr schwer zu kriegen, wie ich in meinem Tagebuch, glaube ich, erwähnt habe. Naja, hier ist noch ein Loch. Das muss ich irgendwann mal noch stopfen. Hier habe ich angefangen, als allererstes Stein abzubauen. Und Kohle hatte ich hier auch gefunden. Deswegen ist hier so ein Loch drinne. So, das ist meine, wie ich sie selber nenne, spaßeshalber Poderosa Ranch. Und zwar sind hier die Wände deshalb rosa, weil ich konnte mich ewig nie entscheiden für meine Farben. Für die Farbe der Wände. Grün wollte ich nie, rot wollte ich nie, blau wollte ich nie. Also es ging, ich wollte eigentlich gar nichts, so richtig. Und da hat dann eine Freundin von mir, die hat das so genervt, bis sie irgendwann mal sagte, hier komm, mach das jetzt einfach rosa, das ist ein Befehl. Hat mir das quasi regelrecht befohlen, dass ich die Wände rosa mache. Und einer netten Frau kann ich einfach nicht abschlagen. So, jetzt sind wir wieder hier. Hier seht ihr, hier ist wieder mein Gang. Also ich habe das alles ziemlich unterirdisch auch verbunden. Bis auf halt den Kornspeicher und so. Aber die zwei Räume sind halt schon miteinander verbunden. So, jetzt können wir Eisenbahn fahren. Das ist bestimmt für euch ganz lustig. Für mich ist es auch jedes Mal lustig gewesen am Anfang. Ui. Zoom. Ui. Zoom. Ich habe da so extra abseits der Wege ein bisschen gebaut. Hier habt ihr gerade gesehen, hier ging der Weg lang. Oder hier geht er auch lang. Zack. Hier ist es jetzt während den Wegen. Der Weg geht da lang und wir fahren geradeaus. Hier geht der Weg weiter. Und so weiter und so fort. Was hier übrigens brennt, ist blutiger Stein. Und dieser blutige Stein heißt einfach nur, ist einfach nur in der Hölle zu finden, zuhauf. Also das findet man so viel in der Hölle. So, hier unten habt ihr mein Hauptlager. Ihr seht, sehr viel. Mit Schildern benannt, Glas, Erde und Sand, Elektronik, also hier ist dann alles, was mit dem zu tun hat. Material ist Silber, also Eisen und Goldbarren, Diamanten, verschiedenes, da ist alles drin, was ich halt nie so zuordnen kann zu den anderen. So, hier mal Holz drin, alles was mit Holz zu tun hat. Feuer, hier zum Beispiel sind diese blutigen Blutsteine da aus der Hölle. Hier TNT, alles was mit Feuer halt zu tun hat. Dann Lehm und Ziegel. Hier sind mittlerweile bloß noch Ziegel drin, wie ihr seht. Werkzeuge. No. Hier meine Nahrungskisten. Wo ich mir dann gesagt habe, nee, jetzt reicht's. Jetzt muss mal langsam ein extra Gebäude dafür her. Waffen und Rüstung ist noch nichts drin, weil ich zurzeit nichts auf Lager habe. Hier meine ganzen Wolle und die Farben dazu. Da kann ich gerade mal schnell einsortieren. Graue Wolle. Ja, toll. Oder? Ne, was ist das? Ach ne, das sind Stein. Weiße Wolle. Oh, ich hab schon wieder... Oh, Leute, da muss ich euch mal was erzählen. Da hatte ich, schwarze Wolle. Ist ja, hab ich euch ja schon erzählt, ist ziemlich schwer zu bekommen. Ist ziemlich selten, die schwarze Farbe und auch die Wolle. Oh, warum brenne ich? Oh, was ist das? Au, au, au. Au, 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 au. Ich brenne, mir ist heiß. Wasser. Ja, toll. Wo ich vorher schon gelöscht. Na, egal. Ja, das war ein Zwischenfall, der bei Live-Auftritten manchmal so ist. Also hier seht ihr erstmal meinen riesen Dungeon. Dazu komme ich gleich noch. Ja, auch hier ist mein Schienennetz verlegt, um von der anderen Seite in meinen Dungeon zu kommen. So, gehen wir mal zurück. Warum ist das in Flammen aufgegangen gerade? Boah, das ist ja nervig. Egal, lassen wir das. Also hier sind bloß die Produkte aus Stein, wie Treppen oder sowas.
drinne. No. Für Steine habe ich ein Extralager und das befindet sich ein Stückchen weiter hier hinten. Da ist es. Hier habe ich meine Steine drinne. Die Öfen, die die Steine verarbeiten. 3 Stück an der Zahl. Die verarbeiteten Steine. Und Kies. Ja, weil ich halt den Kies auch nie wegschmeißen wollte. Ich bin halt Lena Messi im Spiel. Ich schmeiß nichts weg. Außer Baumtriebe, die brauche ich nie. Die schmeiße ich weg, weil ich eh noch 64 in meiner Kiste hier unten habe. So, gut, dann machen wir mal weiter. Ich werde euch auch nie alles zeigen, weil wenn ich euch alles zeige, dann wird das Video ewig lang. Deswegen zeige ich euch mal nur so die Highlights. Und zwar zeige ich euch meinen Riesen-Dungeon hier. Was denkt ihr, was das für eine Arbeit war, das hier alles zu beleuchten, zu erkunden? Ja, ihr hört auch schon das Dungeon-Geräusch. Hier, alles mit Glas, weil ich... Mich kotzt das an, dass ich jedes Mal in die Lava reingefallen bin. Ja, dieses Geräusch ist das Höllentor. Das befindet sich hier. Ich könnte eigentlich mit euch in die Hölle auch mal gehen, falls es euch interessiert. Aber das machen wir, wenn dann in dem anderen Teil. Und da müsstet ihr mir das vielleicht, wenn ihr das wirklich wollt, mal wieder als Kommi mir schreiben. Und wenn, dann gehen wir mit Modus friedvoll in die Hölle, weil es sonst mir zu unheimlich dort ist. Nee, das nee, aber es ist halt einfach schöner, wenn man ein Video macht. So, das ist übrigens ein kleiner Spaß, den ich mir gemacht habe mit diesen neuen Selbstschussanlagen, die es gibt. Ich hoffe, ja, Pfeile sind noch 12 drinne. Habe ich mir hier so eine Technik gebaut. Das nennt man, Englisch 5 Stone, keine Ahnung was, aber zu Deutsch halt 5 Steinanlage, 5 Steinmotor oder so. Also es ist wie so eine Art Motor, kann man sagen. Wenn ich da jetzt hier drauf trete, wäre ich abgeschossen. Tut ziemlich weh. Ich lasse es mal lieber. Jetzt wieder. Weil im Endeffekt, ich habe zwar friedvoll eingestellt und heile mich immer wieder, aber meine Rüstung geht ja dadurch auch kaputt. So, naja, hierhin sind bloß so versteckte Ecken. Das ist auch nicht unbedingt so wichtig, das zu zeigen. Was ich euch mal zeige, was ich ganz interessant finde, ist hier mein riesiges, ausgebuddeltes Fleckchen Lava-Dungeon-Zeugs, wie auch immer. Da habe ich wirklich hier, ich muss hier verdammt aufpassen, weil durch mein Aufnahmeprogramm ruckelt das Spiel ein wenig. Ich muss, ja, es ist ziemlich viel an Lava rausgebuddelt. Hier habe ich noch Steine drinnen gelassen manchmal. Ach, von dem Redstone habe ich eh genug, da habe ich manchmal einfach liegen lassen. Also ihr seht, hier habe ich mich viele Stunden damit befasst, mich hier lang zu buddeln. Und lang zu arbeiten und zu machen, also steckt viel Arbeit in dieser Welt drinne. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Hier wäre sogar noch Sachen zum Erkunden, wie es aussieht. Aha. Ist auch was Neues für mich jetzt gerade, das gesehen zu haben. Ja, und zwar habe ich mich an den Lava-Ebenen hier lang gearbeitet, um einfach zu Diamanten zu kommen, weil ich erfahren habe, dass Diamanten am meisten in der Nähe von solchen Lavaseen auftauchen. So, jetzt sind wir... Hier ist überall noch Kohle. Ich vergesse ständig, das Zeug abzuernten. Entweder hatte ich in dem Moment immer keine Lust oder ich habe es vergessen. Egal. Wir gehen jetzt einfach mal langsam wieder hier lang. Ihr seht, mein Dungeon ist wirklich riesengroß. Ich hoffe... Oh, es ist passiert. Ich habe mich verlaufen. Hier ist Gold. Oh. Entschuldigung, aber das muss ich schnell mal abbauen, weil... Auch wenn Gold in dem Spiel eigentlich fast nutzlos ist, ist es doch selten und man freut sich, wenn man es findet. Ja, ja, na los. Schneller, 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 schneller. Ach, so. Achso, hier geht's raus. Genau. Ich war hier ewig nicht mehr. Halleluja. Man sieht es auch an der Kohle, weil sonst hätte ich die Kohle sofort jeweils mitgenommen.
Weil in letzter Zeit sammle ich das einfach alles. Früher habe ich gesagt, ich habe so viel Kohle, ich lasse die Kohle jetzt einfach im Berg. Aber da ich jetzt in so ein schönes, geordnetes Lager habe, sammle ich das einfach alles immer ein. Außer jetzt gerade, weil jetzt gerade zeige ich euch das Video und da will ich euch nicht zeigen, wie ich hier stundenlang Kohle abbaue. Also wer will doof. So, aber so wie es aussieht, zieht sich das Video trotzdem ganz schön in die Länge, weil ich mich gerade ja pausenlos verirre. Ah, ist das schlimm. Ja, ich glaube, hier habe ich irgendwas mal gesucht. Das sieht sehr verzwickt aus hier. Lalalala, wo bin ich denn hier? Kann mir mal einer verraten, wo es hier weitergeht? Ja gut, also Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und zeige euch dann, macht dann weiter, wenn ich mich wieder rausgefunden habe. Bis gleich.